Wie Sport 1 erfuhr, hat sich Juventus Turin in das Rennen um Weston McKennie eingeschaltet. Die Italiener haben sich bei Schalkes Kaderplaner Michael Reschke telefonisch nach dem US-Nationalspieler erkundet und wären sogar bereit, die geforderten 25 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Dass McKennie weg will, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Schalke-Trainingslager in Tirol hat der 21-jährige Mittelfeldspieler ein Zweikampfverbot, darf aktuell nur individuelle Einheiten absolvieren. Der FC Everton plant mit Coach Carlo Ancelotti den Angriff auf die Top 6 in England. Nun sollen die Toffees kurz vor der Verpflichtung von Realstar James Rodriguez stehen. Wie die Marca berichtet, befinden sich beide Vereine bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen. Als Ablöse stehen 25 bis 30 Millionen Euro im Raum. Laut dem US-Fernsehsender ESPN soll Lionel Messi in Kontakt mit Manchester City-Trainer Pep Guardiola stehen. In einem Telefonat mit seinem ehemaligen Barca-Trainer soll der Superstar über einen Wechsel zu den Sky Blues gesprochen haben. Neben City soll auch Stadtrivale United Kontakt zu Messis Vertretern aufgenommen haben. Die Red Devils sollen ebenso wie Paris Saint-Germain bereit sein, eine Ablöse für Messi zu bezahlen, falls dieser Barca nicht ablösefrei verlassen darf. Auch Inter Mailand soll Kontakt zu Messis Beratern aufgenommen haben. Pedro wechselt vom FC Chelsea zur AS Rom. Beim Tabellenfünften der Serie A unterschreibt der spanische Flügelstürmer bis 2023.